Also kommt zurück zu Lucha 2 und ich habe einen neuen Tipp bekommen, denn man muss da gar nicht hin. Das wäre angeblich. Da wäre irgendwie die Brücke eingestürzt, da könnte man gar nicht hin und ja. Hier wären wir richtig, weil hier tauchen müssen, keine Ahnung. Haben wir eigentlich auch Monster? Faszinierend! Ja, das war ganz sauber. Lalalalala. Geil, sind wir schon angekommen. Das ist... Oh oh, wer bist du? Hey! Ihr Fremden da, nichts bewegen. Wir schicken sie ins Land der Träume. Einverstanden, Narkose. Geil. Wichser! Es gibt heutzutage zu viele Diebe. Wir haben bald keine Zellen mehr frei. Arschlöcher! Hey, seid ihr in Ordnung? Klar, mir geht es gut. Faszinierend, ich hätte nie gedacht, dass wir mitten im feindlichen Schloss herauskommen. Ken, manchmal überraschst du mich wirklich. Hallo, ihr da, seid ihr leise? Die Leute heutzutage wissen sich einfach nicht mehr zu benehmen. Das ist wohl wahr, Bertie. Oh Gott. Ah, ihr seid es. Uff, du bist der Typ aus dem Schloss. Miko, kennst du die beiden? Die beiden, sie haben die Krone des Königreichs Naria gestohlen. Du machst Scherze. Das waren die beiden. Und dank dir haben wir die Krone nicht mitnehmen können. Hätte ich euren Diebstahl einfach ignorieren sollen? Wie zum Teufel kommen die beiden denn jetzt eigentlich hierher? Ja genau, ihr müsst wieder irgendwas Dummes angestellt haben. Das denkst du dir, also. Wir drehen nur große Dinger, denn wir sind Bertie und Boris. Schon gut, wir wollten wieder die Krone haben, deshalb sind wir hier. Schon wieder die Krone? Er lernt es wohl nie. Wir sind raffiniert. Je schwieriger das Ziel, desto mehr Spaß macht es. Das ist eine Kunst. Aber sie haben euch doch nicht, oder? Nein, raffinierter Plan ist schiefgegangen. Das ist alles. Warum seid ihr Wohltäter eigentlich hier? Ihr wisst von dem Motor, naja, wir haben uns auch etwas verrechnet. Miko, wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen uns überlegen, wie wir hier rauskommen. Genau, Selan, kannst du den Fluchzauber anwenden? Fluchzauber, was Fluch, oh Mann, Mann. Nein, er ist blockiert, was für ein Wunder. Der Kerker wurde mit einem mächtigen Zauber versiegelt. Ja, genau, das weiß er auf einmal. Ja, ihr Helden könnt eben nur kämpfen, aber ein Schloss aufmachen, das könnt ihr nicht. Und warum seid ihr dann immer noch hier? Los, flüchtet doch ein, falls ihr das Schloss aufbekommt. Pah, das Ding öffne ich mit gebundenen Augen. Und warum haut ihr dann nicht einfach ab? Die vier Soldaten im anderen Raum beobachten uns. Sobald die weg sind, können wir flüchten. Wir sind Meister des Diebstahls und verabscheuen Gewalt. Rede du nur, eigentlich seid ihr doch nur zu schwach, um zu kämpfen, oder? Wie bitte? Beweist mir doch das Gegenteil. Öffnen Sie die Tür und verjagt die Soldaten. Ich warte. Ich schätze, wir müssen jetzt beweisen, dass wir richtige Kerle sind da. Aus dem Weg. Oh, jetzt kommt's. Dieses Schloss ist weich wie Butter. Das ist keine Herausforderung für mich. Krass! Ich sehe, manchmal sagt ihr sogar die Wahrheit. Wenn wir wollen, können wir alles tun, was wir uns vornehmen. Bis später, ihr Flaschen. Sie haben sich aus dem Staub gemacht, aber die Tür ist noch offen. Sie sind halt ein bisschen doof. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier raus. Ich frage mich, ob es dann den beiden gut geht. Die wissen doch gar nicht, was das ist.
der Matrose. Ah. Wir dachten, wir könnten den Panzer stellen, aber das war zu schwer für uns. Von mir aus. So, wir können es hier heilen. Speichern. Tun wir einfach gleich gespeichert. Wie gespeichert. Und nochmal. Okay, gespeichert. Sehr gut. Das geht hier ab. Was zum noch mehr Ausreißer, wie ich sehe. Ihr seid nichts besonders weit gekommen. Sei still, wir wissen nicht, um was wir tun. Flucht ist ein schweres Erbrechen. Wir werden euch bestrafen, wie diese beiden. Seid ihr dessen nicht so sicher, mein Freund. Der Bosskampf gegen vier Schwuchteln. Yeah, Angriff und... was weiß ich, soll ich machen? Mach mal. Ja, mach mal. Yeah. Okay. Scheiße, war das. Wohoho. Ich sehe, ihr könnt immer noch ziemlich gut kämpfen. Ihr könnt nach dem ganzen Prügeln noch sprechen. Könnt ihr auch noch laufen? Na klar, ich habe dir doch gesagt, wir wissen, was wir tun. Das war ein Klacks und Schuss. Schwätzer. Das sind wirklich harte Jungs. So waren sie schon immer. Ah ja, ein Schloss, wo Monster drin sind. Hätten wir einfach so ein Rätsel aus irgendeinem komischen Grund. Ach, ein Drachen gibt's ja auch noch. Ja, komm, ey. Was soll das für ein Schloss hier sein, Mann? Ist da überhaupt Dinge getroffen? Ja, sind wir doch. Ich hör mir noch raus, ey. Boah. Ah. Du musst das Vieh durchlaufen lassen, oder was? Du blödes Fotzenvieh. Oh ja, ihr Scheiß. Was seid ihr eigentlich? Krallen? Nee, Krallen sind das nicht. Tintenfische. Okay. Dann muss ich noch in der Bombe arbeiten. Klack. Ah. Funktioniert. Ey Leute, Mann, ich habe keinen Bock auf Schluss jetzt hier. Ja, ich will einfach nur raus. Super. So toll. Ihr seid die Helden meiner Fußballwelt, wisst ihr das? Ah, ich ahne was. Müssen wir irgendwie jetzt dahin locken. Verdammt! Anscheinend klappt's aber nicht. Ey, meine Fresse, wo muss ich hin? Ich hasse diese Fitness. Was sind das für Dinger? Verarsche, verarsche! Ah doch nicht! Flüchten! Bombe! Hallo, ich werd nur...
Keine Ahnung. Oh, Treppe hoch. Verdammt! Was sind das für hässliche Dinger? Oh Gott, seid ihr hässlich. Mein Retter erlöst ja schon euren Leiden. Bah! Hypnoseblick und Schlafname. Nein? Aber ein Kapsel hat gerade plötzlich was gekriegt. Schlagt sie zusammen! Ja, halt mit sich raus. Naja, nicht schlecht. Erzähl, er braucht ja eben einen kleinen Heal. Wow! Mach dich bereit zu sterben, du Klotzer. Wunderschön. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ah! So, einen Schlüssel gefunden. Jetzt habe ich den Schlüssel für ein Schloss, wo ich nicht mehr weiß, wo es ist. Oh, ey, nervt mich nicht. Jetzt komme ich hierher. Muss ich den vielleicht freilassen?